So, liebe Zuschauer, ich habe keine Ahnung, ob Sie das mitgekriegt haben, aber wir leben seit über einer Woche wieder in den frühen 90ern. Also mit Grenzkontrollen. Ne? Ja, gut, jetzt nicht exakt wie damals, denn da gab es ja Schlagbäume und ich hatte noch Haare. Heute wird stichprobenartig und mobil kontrolliert, und zwar an allen Außengrenzen. Das ist ein tierischer Aufwand, aber ich sag mal, wenn es was bringt. Ne? Die neuen Grenzkontrollen im Westen und Norden Deutschlands sind nach Ansicht der Gewerkschaft der Polizei kaum wirksam. Bislang habe man kaum Menschen aufgegriffen, die unerlaubt die Grenze überschritten haben. Häufig würden die Kontrollstellen und Hauptstraßen einfach umfahren. Hör doch auf! Ja, wer hätte das ahnen können, meine Damen und Herren? Als nächstes hört man, dass Leute einfach über die Sanifair-Kreuze drübersteigen. Keine Frage. Auch Symbolpolitik kann was bringen. Trotzdem darf man fragen, ob hier Aufwand und Ertrag in einem gesunden Verhältnis stehen. Oder woher die arme Polizei das ganze Personal dafür nehmen soll. Woher? Und selbst wenn man... ist die langweiligste Folge von allen, wirklich. Selbst wenn man wollte, natürlich kann man 4000 Kilometer Grenze nicht wirklich kontrollieren. Das ginge nur mit Zäunen, dem feuchten Traum aller europäischen Rechtspopulisten. Wäre aber ökonomischer Selbstmord. Ergo Stichprobenkontrollen. Ja, das kriegt die schon irgendwie hin, die Bundespolizei. Die wissen ziemlich genau, in welchen Autos möglicherweise illegale Migranten sind, wo möglicherweise Schlepper ihr Unwesen treiben. Das sind nicht Sie, wenn Sie aus dem Urlaub zurückkommen. Sie fahren da einfach durch. Aber diejenigen, die mit irgendwelchen komischen Autos da langfahren, mit irgendwelchen komischen Figuren drin, die werden eben auf die Seitenspur geholt. Ja, genau. Das betrifft wirklich nur so komische Figuren, nicht normale Deutsche. Ne? Wobei, man muss schon ein bisschen aufpassen. Ne? Wenn man zum Beispiel zu braun gebrannt aus dem Urlaub zurückkommt, das kann schiefgehen, meine Damen und Herren. Ne? Ja, Österreich und Polen sind sauer wegen unserer nicht mit ihnen abgesprochenen Kontrollen. Andere finden es richtig super. Er hier zum Beispiel. Ja, Viktor Orban lobt jetzt Scholz. Wünscht man auch keinem. Der Kanzler hat sich trotzdem gefreut, denn es war sein erstes Lob seit 3 Jahren. Bloß halt aus Ungarn. Ungarn ist stolz auf seine Zäune an der Außengrenze, ist wegen seiner Asylpolitik im Dauerstreit mit der EU-Kommission, droht sogar damit, Migranten per Bus nach Brüssel zu fahren. Ja, okay, das klingt eklig, aber wir Deutschen schicken auch regelmäßig Menschen nach Brüssel, für die wir keine weitere Verwendung mehr haben. Ja, sind wir da besser? Ja. Orban und Co. sehen ihre große Stunde gekommen. Ein Europa ohne Migranten, aber weiter mit Subventionen. Ja, der Orban will sogar die EU-Flagge ändern. Statt der Sterne so kleine Geldautomaten, ne, wo sich jeder einfach was abbuchen kann. Orbans Familie und Freunde haben über Jahre europäische Steuerkohle abgezockt. Seine Oligarchen kaufen damit ganze Industriezweige. Sein Vater, ist kein Witz, besitzt ein Schloss, ein Luxusanwesen, das aber offiziell als kleiner Bauernhof geführt wird. Das ist das, ja. Es ist wirklich, ja. Das ist ein globales Phänomen. Rechte Autokraten bereichern sich und ihre Familienclans. Deswegen ahnen Sie wahrscheinlich auch schon, wer Orbans größter Fan ist. There's a great man, a great leader in Europe, Viktor Orban. Very powerful player, Viktor Orban. Did anybody ever hear of Viktor Orban? A very tough guy, smart guy, brilliant guy. Viktor Orban, one of the most respected men. They call him a strong man. He's probably the toughest leader over there, one of the toughest anywhere. Viktor Orban. Viktor Orban. Viktor Orban. He's the leader of Turkey. Ja, das können wir gelten lassen. Das können wir gelten. Na, Türkei, Ungarn. Was will man von einem erwarten, der mal gesagt hat, Belgien ist eine wunderschöne Stadt? Rechtspopulisten machen Politik für Reiche. Immer. Macht die AfD auch mit ihren geplanten Steuersenkungen. Sie sind aber Idole der wütenden kleinen Leute. Weil sie halt gut sind im Bullshit verkaufen.